Hallo und herzlich willkommen. Nun steigen wir in den S3 ein. Jetzt wird es einigermaßen konkret. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über den S3 und die S3-Familien in Anführungsstrichen. Zunächst einmal der Name Social Return on Investment, SROI genau genommen. Ich spreche immer gern vom S-ROI, warum auch immer. Habe ich mir das so angewöhnt. Basiert auf dem ursprünglichen Konzept des Return on Investment, ROI, einer Kennzahl, die in einem Kennzahlensystem, das von der Firma DuPont entwickelt wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, und dort sehr vorherrschend war. Es geht letztlich um die Eigenkapitalrendite, den Return durch das eingesetzte Kapital Investment. Eine Kennzahl, die eigentlich zum Inbegriff der, sag ich mal, des Gewinninteresses wurde. Und dem wurde dann der SROI gegenübergesetzt, der Return, der Social Return on Investment. Und der Social Return sind die gesellschaftlichen Effekte, Langzeiteffekte oder aber auch laufende Effekte. Da werden wir noch sehen. Das ist ein bisschen eine Entscheidung. Schauen wir uns immer etwas genau während einer Laufzeit an oder auch perspektivisch. Also, wenn jemand 3 Monate in Therapie ist, schauen wir uns nur die 3 Monate Therapie an oder sagen wir 3 Monate Therapie und dafür ist er 30 Jahre geheilt oder sonst wie. Aber das ist jetzt noch nicht erheblich. Das ist der Return, der Social Return. Und das Investment ist die Ausgabe, das Programm, die Maßnahme oder speziell in Deutschland die öffentliche Ausgabe. Also wäre der S-ROI in Deutschland erfunden worden, dann müsste es wohl heißen eher S-ROSI, weil es ja die Social Investments sind, also die öffentlichen Investments. Erfunden wurde er aber eigentlich in den USA. Dort war es gewissermaßen der REDF, SROI, bei dem es darum ging, das Investment in ein soziales Projekt darzustellen für ein Programm, also für private Sponsoren, für Spender oder aber auch für eines der vielen Programme, mit denen in den USA soziale Dienste gefördert werden und um die man sich bewerben muss. Und hier wurden gewissermaßen der Rückfluss, in dem Fall bei Arbeitslosenprojekten für psychisch Kranke, glaube ich, war das, wurde gewissermaßen der Umsatz, der Verdienst, der dadurch bei den Menschen erzeugt wurde, dargestellt. REDF steht für Roberts Enterprise Development Fund, ein Obdachlosenprojekt ursprünglich. Und es ist also das Wesen daran, wie gesagt, das ist, was die eingeführt haben, dass sie gesagt haben, man muss das berechnen. Es ist monetär gewissermaßen betriebswirtschaftlich, ökonomisch darstellbar. Die haben auch gesagt, ja, es gibt einen zusätzlichen Nutzen, der fachlich ist und so, den soll man im Kontext darstellen, aber im Kern stand gewissermaßen die Kennzahlen, die monetären messbaren Kennzahlen. Das Problem bei REDF, also das ich sehe da drin, ist, dass die jetzt keine Abgrenzung direkt machen. Was sind jetzt also zum Beispiel Umsätze, Verdienste, die bei den einzelnen Leuten passieren? Und was ist jetzt gesellschaftlicher Rückfluss? Also im Grunde wäre ja dann auch ein Rückfluss, wenn mir jemand Geld schenkt, wenn mir die öffentliche Hand Geld schenken würden, dann wäre das unter Umständen 100% Rückfluss SROI. Dem kommt etwas entgegen, dass der SROI, der aus Großbritannien kam,
und der im Prinzip die Stakeholder-Analyse in den Mittelpunkt stellt. Der geht davon aus, wir fangen jetzt erst einmal an und identifizieren die Stakeholder eines Projektes und berechnen für die sozusagen die Rückflüsse. Ist also etwas schärfer gerichtet darauf, dass es verschiedene Adressaten gibt. In Deutschland gab es schon lange Jahre immer die Überlegung, eine Kosten-Nutzen-Analyse bei den verschiedensten öffentlichen Maßnahmen durchzuführen. Speziell auch in der Gesundheitsökonomie gibt es immer wieder Kosten-Nutzen-Analysen von Gesundheitsmaßnahmen, von Heilbehandlung oder ähnlichem. Und auch hier die Kosten-Nutzen-Analysen, die für öffentliche Projekte passieren, für Straßenbau, für öffentlichen Personennahverkehr, ist eine rein monetäre Geschichte, bei der die Rückflüsse monetarisiert werden, in der Form, dass zum Beispiel beim Straßenbau die Unfälle, die Dauer, die man im Stau steht und so weiter, die Umweltbelastung, alles monetarisiert wird und in eine Kennzahl überführt wird, nach der dann entschieden wird, wo wird investiert. Ja, und daraus haben wir unseren XIT-SROI entwickelt. Und das Grundkonzept dieses XIT-SROIs ist dann, wir haben vorstrukturierte Stakeholder, wir machen keine großartige Stakeholder-Analyse, sondern sagen, wir haben vorstrukturierte Stakeholder und es gibt gewissermaßen für die verschiedenen Perspektiven unterschiedliche SROIs. Und zwar haben wir derzeit sechs davon. Der SROI 1, also die werden Sie alle noch genauer kennenlernen. Der SROI 1 ist eine institutionelle Transferanalyse. Wir fragen uns schlicht und ergreifend, wie viel Geld fließt von der öffentlichen Hand direkt in die Institution und wieder zurück. Obacht, wir reden hier als Gesellschaft immer von der öffentlichen Hand. Wir schauen uns also an und wir sagen, die Gesellschaft wird verkörpert durch unsere öffentlichen Kassen. Und dass es zusätzliche Effekte im privaten Bereich gibt, das nehmen wir zur Kenntnis, aber das ist nicht unser Kernthema. Institutionelle Transferanalyse ist gewissermaßen die Finanzministerperspektive, bei der wir uns fragen, wie viel Geld fließt in die Institution, die das macht, und wie viel Steuern, Beiträge, Rückflüsse hat in Anführungsstrichen der Finanzminister davon. Und der SROI 2, die individuelle Transferanalyse, macht das Gleiche, nur in Bezug auf den Leistungsempfänger. Wie viel erhält der Leistungsempfänger und wie viel fließt dafür wieder zurück? Auch eine Finanzministerperspektive. Beide Größen brauchen wir einerseits, um später die anderen SROIs, speziell den SROI 3 zu berechnen, ist also eigentlich ein Kuppelprodukt, wenn Sie so wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon interessant, zum Beispiel bei der individuellen Transferanalyse auch mal darzustellen, dass der einzelne Leistungsempfänger unter Umständen auch Steuern und Beiträge zahlt, also nicht nur Empfänger ist, sondern unter Umständen auch mal Nettozahler gegenüber der öffentlichen Hand. Der SROI 3 ist eine Alternativenbetrachtung. Hier schauen wir uns Opportunitätserträge oder Opportunitätskosten an. Was wäre, wenn es die Organisation, die Maßnahme, das Programm nicht gäbe? Welche Kosten und Erträge kämen dann auf die öffentliche Hand zu? Also wir schauen uns an Versorgungssetting 1, zum Beispiel die Obdachlosenunterkunft, in der die Leute untergebracht werden. Was kostet das die öffentliche Hand? Und was sind die Rückflüsse? Nettokosten schauen wir uns an. Und dann überlegen wir uns, was wäre ein alternatives Versorgungssetting, wo Obdachlose unterkommen. Das könnte halt sein, zum Beispiel auf der Straße zu sein und zwischendurch hin und wieder im Krankenhaus oder im Gefängnis oder so, um mal eine warme Nacht zu verbringen.
Was kostet sowas auch? SROI 3 ist gewissermaßen die Sozialministerbetrachtung. Wir haben einen Sozialstaat, aber geht es nicht auch wirtschaftlicher, diese Sache zu machen? Oder wenn Sie so wollen, vielleicht die Betrachtungsweise, die hauptsächlich die wirtschaftliche Jugendhilfe hat. Der SROI 4 ist dagegen die Wirtschaftsministerperspektive oder die Bürgermeisterperspektive. Wir fragen uns, ist denn diese Organisation, von die wir reden, kauft die nicht auch Brötchen ein oder Wurst beim Metzger? Also anders gewendet, hat denn die eine regionalökonomische wirtschaftliche Wirkung als Nachfrager, als Arbeitgeber? So wie gerne sich mal Hotels, Messehallen oder darstellen. Wir sind ein Arbeitgeber in der Region und wir bringen so und so viel Umsatz in die Region, können wir das für die Sozialwirtschaft mit dem SROI 4 auch machen. Der SROI 5 hingegen lenkt jetzt von den monetären Aspekten ab und sagt, wir setzen in den Mittelpunkt die Lebensqualität der Leistungsnehmer. Welche Wirkung auf die Lebensqualität der Leistungsnehmer hat denn meine Organisation oder das Programm, die Maßnahme? SROI 1 bis 4 war in Geldgrößen darstellbar, SROI 5 als auch SROI 6 dagegen in Lebensqualität, also der nicht monetäre Nutzen, um den es ja den meisten Sozialeinrichtungen eigentlich geht. Also hier kommen wir eigentlich viel stärker zum Kern dessen, was eine Sozialeinrichtung ausmacht. Die Nummerierung hat jetzt nichts mit Bedeutung an der Stelle zu tun, sondern eigentlich eher mit Komplexität. Wir haben uns da herangearbeitet an diese Themen und SROI 1, 2 ist relativ leicht und SROI 5 ist einfach schwerer und er ist deshalb später entwickelt worden. Der SROI 6 ist die Wirkung auf die kollektive, die gesellschaftliche Lebensqualität. Also fühlen wir uns eigentlich besser dadurch, dass es einen Sozialstaat gibt. Das ist momentan so ein bisschen das Entwicklungsgebiet. Wir haben, um diese SROIs zu berechnen, ein paar Grundannahmen getroffen. Erste Grundannahme. Im Mittelpunkt der Anspruchsgruppen der Stakeholder steht bei uns die öffentliche Hand als Hauptfinanzier und Repräsentant der Gesellschaft. Das passt also zu einem mitteleuropäischen Sozialstaat sozusagen. Wir haben mehrere Perspektiven des SROI. Die Perspektiven werden nicht zusammengerechnet. Also du kannst nicht hergehen und sagen, ich rechne jetzt mal 1 bis 4 zusammen und dann weiß ich, was unser Gesamt-SROI ist. Im Mittelpunkt steht bei uns nicht die tiefgehende Analyse, dass wir also auseinandernehmen können, genau dieses Element ist es, könnte man wahrscheinlich, tun wir jetzt nicht primär, sondern wir sehen das als Mittel der gesellschaftlichen Legitimation und der Kommunikation. Wir wollen nicht primär, erstmal nicht primär steuern damit, sondern erstmal kommunizieren können. Die sozialen Dienste, die Sozialwirtschaft soll in die Lage versetzt werden, damit der Öffentlichkeit zu sagen, schau, was tue ich überhaupt? Wir sehen als Gesellschaft, wie gesagt, in erster Linie die öffentlichen Hand, Kernelement. Speziell beim SROI 3 ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Auch die anderen gehen letztlich in diese denkbare Schiene. Und ein weiterer Punkt. Unsere Überlegung war dabei, wir können nicht davon ausgehen, dass im ersten Schritt der Staat sagt, ja, wir führen das jetzt bundesweit ein, sondern wir wollten das in Einzelprojekten machbar machen. Also es muss eine einzelne soziale Einrichtung mit einem einigermaßen akzeptablen Aufwand in die Lage versetzt werden, für sich selber diesen SROI zu berechnen, ohne dass man gleich die gesamte Republik mit unserem SROI überzieht. Wir haben natürlich mit dieser Überlegung ein paar Wirkungsketten des Sozialen versucht zu
man sagt schon, zu eruieren, zu analysieren. Aber wir werden nicht alle haben. Also was wir gemacht haben, ist natürlich, dass wir auf der einen Seite die sozialen Maßnahmen und Programme, deren monetäre Wirkung uns anschauen. Und die monetäre Wirkung heißt, erster Punkt, die sozialen Einrichtungen, die wir uns anschauen, da schauen wir uns Nachfrage und Beschäftigung an. Die sind Arbeitgeber, die sorgen für Nachfrage nach Brötchen, nach Wurst. Wir haben ersparte Kosten drin, also dadurch, dass es unsere Einrichtung gibt, werden andere Kosten nicht mehr fällig. Wir schauen uns dann auf der nicht monetären Seite an, also dem qualitativen, fachlichen, wenn Sie so wollen, die Leistungsqualität der Leistungsempfänger und die Lebensqualität der Gesellschaft. Was wir uns nicht anschauen, ist die Wirkung auf die übrigen Stakeholder. Also die Frage, was bewirkt meine Maßnahme im weiteren Umfeld noch? Was wir uns weiterhin nicht anschauen, ist das Wirtschaftswachstum insgesamt. Was spannend wäre, nämlich mal die Frage zu stellen, hat der Sozialstaat den Anteil daran, dass es bei uns Wirtschaftswachstum gibt? Na gut, wir können natürlich mit Nachfrage und Beschäftigung versuchen, da reinzukommen, aber da erfassen wir natürlich nicht alles. Also zum Beispiel, welche Wirkung hat eine Lebensqualität der Gesellschaft auf das Wirtschaftswachstum? Also wir haben hier ein paar Ketten abgedeckt und Sie sehen, selbst in meinem Schaubild hier sind einzelne nicht abgedeckt. Ach ja, auffällig an meinem Bild ist wahrscheinlich immer diese gestrichelte Linie von der monetären Wirkung zur Lebensqualität der Leistungsempfänger. Also wir sagen, wir stehen ja immer sehr leicht auf dem Standpunkt, Geld macht nicht glücklich. Aber kein Geld zu haben macht auch nicht glücklich. Umgekehrt, die monetäre Wirkung einer sozialen Maßnahme, speziell wenn ich zum Beispiel daran denke, dass einzelne Menschen in Arbeit kommen, Menschen mit Behinderung eventuell eine Beschäftigung finden, wir monetäre Transfers an Grundsicherungsempfänger haben und so weiter. Diese monetäre Wirkung sorgt natürlich schon für Lebensqualität. Also damit wird Lebensqualität beim Leistungsempfänger sehr wohl auch erzeugt. Tja, das ist der Überblick über die S-Roys. Und jetzt steigen wir ein mit S-Roy 1 und 2. Natürlich erst im nächsten Video.